Hast du eine Frage zum Thema Dienstwagen oder Firmenwagen für Selbstständige? Wenn ja, dann schau dir dieses Video unbedingt an, denn ich beantworte einige Fragen, die ihr in der Vergangenheit gestellt habt. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du hast ja einige Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen. Wenn du Mandant bist, dann kannst du uns natürlich einfach anrufen oder eine Chatnachricht schicken. Aber auch wenn du nicht Mandant bist, kannst du uns zum Beispiel in der Kontist Community eine Frage stellen und zwar unter community.kontist.com. Du findest den Link auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und du kannst natürlich auch alle unsere Videos kommentieren, immer gerne mit dem Hashtag Steuerfrage. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch in diesem Video Teil zu sein. Und ich beantworte gerne eure Fragen. In diesem Video möchte ich mich vor allem den Fragen rund um das Thema Dienstwagen, Firmenwagen für Selbstständige widmen. Da gibt es immer einige Fragen und einigen davon gehen wir jetzt einmal auf den Grund. Die erste Frage kommt von Paul Schlesier und Paul schreibt: Kann man für 2022 problemlos wechseln und beispielsweise auf die Fahrtenbuchmethode, also die Alles-Dokumentieren-Variante, oder sogar auf betriebliches Fahrzeug mit zum Beispiel 1%-Regelung wechseln? Bei der ganzen Frage geht es darum, kann man zwischen der Fahrtenbuchmethode und 1%-Methode so hin und her wechseln? Und was muss man eigentlich dabei beachten? Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. Der erste Punkt ist zum Jahreswechsel. Das heißt, du kannst ohne Probleme zum Jahreswechsel die Methode wechseln. Du kannst in 2021 komplett ein Fahrtenbuch führen und in 2022 ohne Probleme das ganze Jahr die 1%-Methode machen. Die 1%-Methode ist häufig teurer, aber dafür deutlich weniger Arbeit. Und das Fahrtenbuch ist zwar mehr Arbeit, aber häufig günstiger. Wir haben da mal so ein Excel-Sheet gebaut. Da kannst du alle deine Fahrzeugdaten und Fahrdaten und so weiter eintragen und dann siehst du, was für dich tatsächlich auch günstiger ist. Um die Frage zu beantworten, ja, du kannst zum Jahreswechsel, kannst du das jederzeit wechseln. Aber du kannst es leider nicht unterjährig machen. Das heißt, du kannst nicht beispielsweise bis Mitte Mai ein Fahrtenbuch führen und ab Mitte Mai, weil du es dann vergessen hast zu machen, auf die 1%-Methode wechseln. Du musst dich schon für ein Jahr komplett verpflichten. Einzige Möglichkeit, wie unterjähriger Wechsel ist, wenn du ein neues Auto hast. Beispielsweise, wenn du ein Auto hast, das fährst du jetzt schon 2-3 Jahre und du verkaufst es Mitte Mai und dann kaufst du dir Neues, dann kannst du das Neue beispielsweise mit der 1%-Methode machen, auch wenn du das Alte mit der Fahrtenbuchmethode gemacht hast. Ergibt auch Sinn, weil sich dann eventuell auch ja deine Kostenstruktur noch mal ändert. Die nächste Frage kommt von Christian Bachmann und Christian Bachmann schreibt: Würde Google Maps Timeline als Beweis für ein digitales Fahrtenbuch zählen? Und ich muss sagen, Christian, damit gewinnst du den ersten Kreativpreis dieses Videos. Die Idee ist wirklich smart. Ich kenne auch Google Maps Timeline, da kann man auch so nachgucken, wo man denn so war, wenn man mal ausführlich feiern gehen war. Man kann sich erinnern, wo man sein Auto oder sein Fahrrad hingestellt hat. Für mich ein super Helfer. Die große Frage ist, reicht das jetzt auch als Fahrtenbuch? Grundsätzlich kann man sagen, der Gesetzgeber hat kein bestimmtes Fahrtenbuch vorgegeben. Das heißt, es gibt keinen Vordruck, den man benutzen muss. Das Fahrtenbuch kann durchaus auch unterschiedlich aussehen, aber die Anforderungen an ein Fahrtenbuch sind durchaus vorgegeben. Und zwar muss aufgelistet werden jede Fahrt. Das ist bei Google Maps Timeline zumindest gegeben. Zumindest, wenn du irgendwie sicherstellen kannst, dass dein Handy, also das Smartphone, tatsächlich auch immer irgendwie im Auto war, da wird es eventuell schon so ein bisschen schwierig. Außerdem müssen zweitens auch der Abfahrtsort und der Zielort eingetragen werden. Und das muss ich sagen, das ist bei Google Maps auf jeden Fall gegeben. Das kann man da einsehen. Problematisch wird das eher bei so anderen Themen. Und zwar muss ein Fahrtenbuch noch mehr Informationen enthalten, als einfach nur Google Maps enthält. Zum Beispiel musst du aufführen, wer denn eigentlich gefahren ist. Und das ist meiner Meinung, meines Wissens nach zumindest ein bisschen schwierig bei Google. Und was ganz, ganz wichtig ist, der Grund, der Anlass der Fahrt. War es ein Kundenbesuch, war es für eine Projektbesprechung, war es eine Privatfahrt? Das heißt, du musst es irgendwie kategorisieren und das ist ehrlicherweise gar nicht möglich mit Google Maps. Und es kommt auch noch ein wichtiger Punkt dazu, das Ganze darf anschließend nicht mehr veränderbar sein. Auch da bin ich mir bei Google Maps nicht so hundertprozentig sicher und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Idee ist sehr, sehr gut. Ich glaube aber, da muss Google noch so ein paar Funktionen noch nachliefern, bis das tatsächlich als in Deutschland gesetzlich anerkanntes Fahrtenbuch zählen kann. Für mich persönlich ist Google Maps aber trotzdem eine gute Hilfe, um ein Fahrtenbuch zu führen, weil ehrlicherweise, es kennt jeder, manchmal ist man im Stress, man hat es eilig und dann schafft man das nicht, die letzten 2, 3, 4 Fahrten einzutragen. Google Maps hilft mir da immer. Die wissen genau, von wann bis wo, welche Strecke ich gefahren bin und ich erinnere mich natürlich, bei welchem Kunden ich vor 2 Tagen war. Und weiß dann auch wieder den Grund, warum ich denn dahin gefahren bin. Das heißt, Google Maps in Kombination mit meinem Kalender hat mir schon einige Male geholfen, das Fahrtenbuch zu pflegen. Aber komplett allein, also komplett ersetzen, kann Google Maps das Fahrtenbuch leider noch nicht.
Die nächste Frage kommt von Bettina Hanschmann. Wie sieht es eigentlich bei geleasten Autos aus? Wir haben ja eine ganze Videoreihe schon dazu gemacht, wie du Firmenwagen, Dienstwagen für Selbstständige absetzen kannst. Ich verlinke dir die ganze Playlist einmal hier oben rechts. Die findest du aber auch sonst in der Videobeschreibung. Deswegen schau da auch gerne mal vorbei. Wir sind aber meistens davon ausgegangen, dass du das Auto anschaffst und du dann quasi einmal Anschaffungskosten hast und dann über die Jahre quasi abschreibst. Das geht natürlich, aber auch Leasingangebote können durchaus attraktiv sein. Und du kannst natürlich auch einen Leasingwagen als Firmenwagen haben und dann die Leasingraten als Betriebsausgabe buchen. Auch da spricht überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist allerdings da, dass der überwiegende Nutzen also betrieblich sein muss. Das heißt, die Hauptnutzung muss betrieblich sein. Und wenn die betriebliche Nutzung über 90% liegt, dann kannst du auch 100% der Raten absetzen. Aber du kannst beispielsweise auch, wenn die Nutzung privat 50% ist und betrieblich 50% ist, einfach 50% der Leasingraten in deiner Buchhaltung berücksichtigen und die andere ist dann jeweils privat. Dafür musst du das natürlich aber genau messen und tracken und das passiert halt im Rahmen eines Fahrtenbuches. Auch dazu gibt es schon ein Video, wie so ein Fahrtenbuch aussehen muss, aber das ist wichtig, dass du das unbedingt machst. Ich möchte hier an dieser Stelle nur sagen, weil es wirklich durchaus interessante Leasingangebote gibt, aber es gibt auch wahnsinnig viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, kann es finanziell tatsächlich auch attraktiv sein, ein Auto zu leasen, statt es zu kaufen. Es kommt immer darauf an, wie viel und wie schnell du das Auto abschreiben musst. Meistens 6 Jahre oder wie hoch die Leasingraten sind. Da lohnt sich vor der Anschaffung eines Autos, sich definitiv mal zu überlegen und die Leasingraten und die eventuelle Abschreibungsraten gegenüberzustellen, ob sich das eventuell finanziell mehr lohnt, das Auto zu leasen. Die nächste Frage kommt von Pietro Frisella. Und er schreibt, eine Frage hätte ich noch. Da ein Pkw 90% betrieblich genutzt werden muss und ich gerne ein Fahrtenbuch vermeiden möchte, da es ihm zu aufwendig ist. Kann ich persönlich sehr verstehen. Könnte man auch sein Auto mit einem Logo bekleben und es als Werbemittel benutzen? Das heißt nicht hauptsächlich Auto, sondern hauptsächlich Werbemittel. Oder muss man trotzdem ein Fahrtenbuch führen? Für alle Leute, die jetzt denken, oh Gott, 90%, das habe ich noch nie gehört. Wie kommt Pietro da drauf? Der Kommentar kommt von dem Video vom Investitionsabzugsbetrag. Auch ein sehr, sehr spannendes Video, solltest du unbedingt mal anschauen. Ich verlinke es dir hier oben rechts einmal. Da geht es vor allen Dingen darum, wie du eventuell Anschaffungskosten für ein Auto schon steuerlich berücksichtigen kannst, bevor du es gekauft hast. Also wirklich 1, 2, 3 Jahre vorher sogar schon steuerlich berücksichtigen kannst. Super attraktives Modell. Allerdings brauchst du da halt eine 90%ige betriebliche Nutzung. Und da fragt Pietro, könnte man das nicht eigentlich auch so machen und ein Auto zu einem Werbemittel machen? Pietro, damit kriegst du den zweiten Kreativpreis des Videos, aber das wird nichts. Das haben schon viele Leute gemacht, wird nicht funktionieren. Es gibt ein paar Autos, beziehungsweise ich würde sagen Fahrzeuge. Da kann man tatsächlich dem Finanzamt glaubhaft vermitteln, okay, das ist wirklich betrieblich. Das heißt, wenn du eine Planierraupe kaufst oder wenn du einen Sattelschlepper kaufst oder fällt gerade nichts ein, Betonmischer kaufst, dann kann man durchaus einigermaßen logisch argumentieren, warum du dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht dafür nutzen wirst, deinen kleinen Sohn in den Kindergarten zu fahren. Auch wenn sich der kleine Sohn wahrscheinlich darüber freuen würde. Aber da ist es einigermaßen nachvollziehbar zu sagen, okay, das ist ausschließlich betrieblich. Aber einfach so ein Aufkleber auf dem Auto reicht nicht aus. Selbst wenn du das ganze Auto zuklebst, wird das nicht ausreichen. Das Finanzamt möchte, dass der private Nutzungsanteil richtig versteuert wird. Und der wird berechnet mit der Fahrtenbuchmethode oder der 1%-Methode. Und ehrlicherweise, sobald du das Auto auch privat nutzt, solltest du diesen privaten Nutzungsanteil auch versteuern, weil alles andere wäre Steuerhinterziehung. Deswegen muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wenn du keine Lust hast auf das Fahrtenbuch, nimm die 1%-Methode. Ich erinnere gerne auch nochmal an das Vergleichsdokument, was du unten in der Videobeschreibung findest. Trag da einfach mal deine Zahlen ein. Vielleicht ist die 1%-Methode ja nicht nur einfacher, sondern auch noch günstiger für dich. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und dir so ein paar Fragen beantwortet rund um das Thema Firmenwagen. Wenn du noch weitere Fragen hast oder Rückfragen oder ich vielleicht irgendeine Frage falsch verstanden habe, dann findest du ganz versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich. Da kannst du gerne eine Frage stellen, gerne mit dem Hashtag Steuerfrage. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal im Video landest, gar nicht so klein. Aber du kannst die Wahrscheinlichkeit, in diesem Video zu landen, auch nochmal steigern, indem du deine Frage einfach in der Contest-Community stellst. Und zwar unter community.contest.com. Link findest du auch in der Videobeschreibung. Was ich dir auch noch am Ende mitgeben möchte, ist die Antwort auf die häufigste Frage, die ich höre. Kennst du irgendeinen Steuerberater, der mir die ganze Buchhaltung und Steuererklärung und so weiter vom Hals hält? Ich habe keine Lust mehr, mit dem Finanzamt zu sprechen. Kenne ich uns. Wir helfen dir gerne weiter. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir hier.
Ansonsten erkläre ich dir aber auch gerne nochmal, was die Contest Community ist, und zwar in diesem Video. Oder schau einfach unser letztes Q&A-Video an, das hier zum Beispiel. Auch wenn ich es quasi... Lesen ist schwer.